Militär mit Waffen und Munition versorgen, indem sie sie in Mini-Lieferungen aus dem Boneyard raustragen? Denken Sie mal mit. Wir haben Karawanen. Wir handeln nur en gros. Oben hängt meistens eine Waffenhändlerin herum. Ich bin sicher, dass sie sich um sie kümmern wird. Du bist scheiße. Also, wir gehen weiter. Tschüss. Ich hasse dich. Komm mit. Hey, sie folgt uns wirklich. Da, wir gehen weiter in Richtung Vegas. Warum habe ich immer noch diese Rüstung an? Lederrüstung. Was habe ich eigentlich für... Ach, Kampfhelm, genau. Netter Kampfhelm. Jetzt könnte ich hier die Rüstung eigentlich geben, aber... Nein. Ich find's toll, dass wir einen Begleiter haben. Oh, das ist ein Kaktus. Kann ich da was mitnehmen? Ja, Kugelkaktus. Ah. Können wir uns dann irgendwie damit Heilsachen machen? Sie wird uns auch angezeigt. Ja, auf der Karte unten. Ah, verlassene Hütte. Entdeckt. Hier läuft Musik. Ach, du bist da runter. Leer, ja, ein Eimer. Blechdosen, ja, hier die Hütte entdecken. Hat mir jetzt viel gebracht. Da ist auch ein Bahnhof. Oh. Mitnehmen. Ich laufe durch den Kaktus. Aber wir können das, ja. Oder Moment, ich werde ihr noch was sagen. Sie soll auf... Besser als zu warten, bis sie mich abknallen. Ich mag diesen Plan, bei dem sie der Köder sind. Besser als zu warten, bis sie mich abknallen. Also da, ach ja, genau. Ich mag diesen Plan, bei dem sie der Köder sind. Jetzt ist sie passiv. Das bedeutet, erst wenn wir schießen, schießt sie auch. Sowas gefällt mir besser. Ich habe schon ewig aufgenommen, da oben fliegt was. Schaut aus wie ein Drachen, der hier rumbackt. Also, ein Drachen, also eine Schnur mit Drachen im Wind. Nicht so, was man jetzt denken könnte. Lauter Waggone. Kann ich da irgendwie rein? Nein. Entdeckt. Anhänger Außenposten. Ich gehe mal da hoch. Schafft sie es eigentlich auch? Oh ja. Schlauer PC. NPC, er kommt hier hoch. Alter, kann ich rein. Tür zum Außenposten der Anhänger öffnen. Oh, ein Ghoul. Oh, hallo. Nein. Schon besser. Hi. Wer bist du? Wache der Anhänger. Halten Sie die Augen auf. Aha. Arzt der Anhänger. Wir müssen uns um so viele Flüchtlinge kümmern. Okay. Die Medikamente gehen uns schon wieder aus. Okay. Wenn uns die Anhänger nur etwas bessere Rüstungen geben würden. Ja, dann habe ich nur noch eine zu reden. Dr. Alvarez. Ich wusste gar nicht, dass die Bruderschaft hier draußen Leute hat. Seltsam, irgendwie will keiner mit uns reden. Traurig. Keiner mag uns. Hi. Ja, sie verdrängt mich. Ich komme nicht runter. So. Geht doch. Ja, ich glaube, wir schaffen das schon noch dorthin zu rennen. Wie schnell. Ich bin ganz schön schnell hier. Da muss ich lang. Die Brücke steht auch nicht mehr wirklich. Hier sind keine Gegner. Ja, wir sind ganz schön nah an der Stadt, deshalb scheint es keine Gegner zu geben.
in Form von Monstern. Aber ich find's gut. Was haben wir hier für ein Lager? Da ist jemand. Ja, 10. Raststätte Gruppen Gulp. Oh, Brahmin am Stecken. Hallo. Hallo. Fitz. Willkommen im Gruppengulp. Was ist das für ein Ort? Nur ein kleiner Rastplatz, den ich und mein guter Freund Loop gebaut haben. Letzter Halt vor New Vegas, erster Halt nach New Vegas, sage ich immer. Zeigen Sie mal Ihr Angebot. Ja, dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Klar, schießen Sie los. Wo kann man hier irgendwo Waffen und Rüstung kaufen? Es gibt wohl ein paar Orte, aber ich habe gehört, dass die Waffenschieber die besten verkaufen. Ja, da war ich schon. Wo finde ich hier einen Arzt? Dr. Yusanagi hat eine Klinik die Straße hoch. Ah, lauter Kartenmarkierungen. Ich habe keine weiteren Fragen dazu. Sprechen wir über etwas anderes. Na schön. Zeigen Sie mal Ihr Angebot. Na klar doch. Was verkaufst du denn? Was kann ich sonst noch für Sie tun? Hilfsmittel. Aber auch nicht wirklich tolle. Habe ich nicht noch Geld irgendwie gesammelt? Sonstiges? Nein? Ah, okay. Auf Wiedersehen. Bis später. Dann sprecht mir mal mit ihr. Kann ich nicht mitnehmen? Nein. Loop. Sie brauchen Wasser? Ich habe welches. Frisch und sauber. Direkt aus dem Lake Mead. Falls Sie etwas knapp bei Kasse sind, habe ich auch leicht verstrahltes Ödlandwasser. Bisschen Fallout hat noch keinem geschadet. Können Sie mal ein Angebot zeigen? Woher bekommen Sie Ihr Wasser? Die RNK hat das Rohrnetz ganz gut instand gesetzt. Und Wasserhändler wie ich dürfen etwas entnehmen zum Verkauf. Nur mit einer Wasserlizenz natürlich. Trotzdem, ist immer noch besser, als runterlaufen zu müssen zum See. Zeigen Sie mal ein Angebot. Gibt es viele Wasserhändler in der Gegend? Es gibt ein paar Unabhängige wie mich. Aber meist handeln die großen Handelsunternehmen mit Wasser. So wie die Kaminrote Karawanenkompanie. Ich habe ein paar allgemeine Fragen an Sie. Schießen Sie los. Sollte ich etwas über New Vegas wissen? Sie lassen nicht jeden auf den Strip. Aber auch in Freeside kann man sich eine schöne Zeit machen. Aber, passen Sie gut auf Ihre Kronkorken auf. Sprechen wir über die Unholde. Die sind ein Haufen Irrer, die alle möglichen Drogen nehmen. Benutzen anscheinend eine der alten Vaults als Versteck. Die Armee sollte da einfach reinmarschieren und sie ausräuchern. Aber ich fürchte, die haben im Augenblick mehr als genug zu tun. Wissen Sie etwas über die RNK? Ihr Hauptstützpunkt ist da drüben, beim alten Flughafen. Camp McCarran heißt das jetzt. Manche Leute behaupten, die seien bloß ein Haufen Schläger. Ich bin allerdings froh, dass sie da sind. Sie tun, was sie können, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Ja. In Ordnung. Zeigen Sie mir Angebot. Mach ich gerne. Wasser. Du hast wirklich bloß Wasser. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Also, es gibt, glaube ich, bessere Sachen.